Servus und willkommen zur ersten Folge von Factorio Fast Vanilla. Ja, wir sind abgestürzt. Also alle, die sozusagen die nullste Folge gesehen haben, haben jetzt gesehen, wie die Map generiert wurde. Das werde ich jetzt hier nicht mehr groß ausbreiten. Ja, was habe ich jetzt sozusagen vor? Momentan habe ich vor, dass die Folgen standardmäßig zwischen 30 und 45 Minuten lang sind. Wenn ihr sagt, Folgen sind zu lang, schreibt es mir rein, dann kann ich was dran ändern. Sonst weiter nämlich nicht. So, wir räumen jetzt mal hier das ganze Döns hier auf. Denn wir möchten hier ein bisschen Platz haben. So, dann hauen wir auch mal die Steine weg. So, sehr schön. So, das erste, was ich jetzt mache, ist, ich tue mal für mich schon mal ein bisschen was vorsortieren. Wir haben jetzt sogar Basic-Fließbänder. Ah, okay, die sind jetzt durch Bob mit dabei. Und bevor er die Greifarme und Steam-Powered Greifarme, okay. Die packe ich jetzt erstmal standardmäßig mit rein. Aber bitte andersrum. Zuerst Greifarme. Dann hätte ich gesagt, was haben wir denn hier? Die Stonepipes, das normale Rohr. Normale Rohre und die... Achso, das ist die Kurve. Ne, das unterirdische Rohr brauchen wir noch. So, dasselbe machen wir mit Kupfer und mit Stein. So, dann habe ich als erstes dann die befeuerten Erzförderer und die elektrischen Erzförderer. Mehr können wir nicht haben. Beziehungsweise, nein, das ist falsch. Ich bin, ja. Genau. Du kommst dahin. Dann brauche ich hier Minimum 2 frei. Beziehungsweise, eigentlich bräuchte ich schon fast 3 frei. Und dann hätte ich gesagt, kommen da hinten die wichtigsten Materialien hin. Und zwar... die Steine. Ich brauche Kohle. Und ich brauche Kies. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Machen wir mal so, weil Beton kommt ja auch noch dazu. So. Genau. Dann haben wir schon mal jetzt alles soweit abgedeckt. Dann Nummer 5 ist jetzt unser Layer für die Maschinerie. Das heißt, das heißt, ich brauche jetzt hier 5 und hier die 6. Das heißt, wir haben hier die befeuerten Erzförderer und die elektrischen. Dann haben wir auch das da. Dann verteidigungsmäßig haben wir noch nichts. Das wird dann der Nuller. Genau. Dann haben wir jetzt schon mal das. Dann habe ich jetzt noch die 9 und die 0. Die 0 ist für mich jetzt einfach mal auch die wichtigsten Erze. Und der 9er ist der Kampf. Das heißt für mich, ich habe gerade gesehen, genau, Reparaturkit brauchen wir als erstes. Dann haben wir hier noch den Fisch zum Leben schützen, retten, wie auch immer. Und dann haben wir noch, ich hätte gesagt, fangen wir hier mit den Magazinen an. Da haben wir nochmal 3 für uns frei. So, genau, jetzt haben wir schon mal alles soweit vorbereitet, dass wir auch ein bisschen loslegen können.
Das heißt, ich brauche jetzt mal einen Erzförderer. Der Erzförderer braucht jetzt eigentlich als allererstes Eisen. Schlagen wir noch den großen Stein hier ab. Dann kriegen wir nämlich ein bisschen Kohle raus. Wenn sie das. Ja, 37. Da kriegen wir jetzt nur Stein raus, aber Stein brauchen wir auch am Anfang. Müssen wir jetzt dann erstmal ein bisschen so ausgelotet haben, wo wir unsere Basis anfangen wollen zu bauen. Ich bin ja momentan noch ein bisschen limitiert. Erstens durchs Wasser. Aber das Wasser sollte in der Nähe bleiben. So, machen wir auch noch weg. Was weg ist, ist weg. Denn wir wollen ja auch Öfen und so weiter bauen. Und ob ich jetzt das da abbaue oder das da, bin schon mal froh, dass ich das überhaupt in der Nähe habe. So, dann haben wir hier ein bisschen Material. Ja, genau. Und dann stellen wir als erstes nämlich unseren Jam Mod auf grün. Und was machen wir jetzt? Das haben wir hier unten. Das ist der Resource Monitor. Da hat man ja früher das craften müssen, habe ich noch im Kopf. Dann wähle ich jetzt das einfach mal aus. So, jetzt habe ich Stein als allererstes. Dann Kohle als zweites. Eisen als drittes. Und Kupfer als viertes. Und die zwei Ölquellen als letztes. Mehr gibt es momentan noch nicht. Uran kommt noch irgendwann dazu. Genau. Haben wir aber nicht am Anfang. So, dann hätte ich gesagt, schlagen wir den nächsten Steinchen weg. Und wir bauen unseren ersten auf. Und du kommst gleich daneben, weil du sollst mir auch gleich Platten machen, weil wir brauchen mehr von den Erzförderern. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die jetzt schon aufeinander abgestimmt sind. Das ist nämlich das, was ich mag. Nicht, dass man auf einmal Sachen hat, übrig hat, sondern dass man die halt wieder verwerten kann. Aus dem normalen Erzförderer, also aus dem elektrischen Erzförderer 1 wird elektrischer Erzförderer 2 und so weiter und so fort. Also bauen aufeinander auf. Finde ich klasse, hat man nicht viel Müll. So, es kann sein, dass ich diese Pipes irgendwann da auch noch rausschmeiß. Weil man weiß halt nicht mehr, ob man sie unbedingt braucht. So, Alt habe ich angemacht. Für alle, die es nicht kennen, wenn man die Alt-Taste aktiviert, sieht man sozusagen, was in den jeweiligen Sachen hergestellt wird. Hier ist alles drin, was Logistik anbetrifft. Hier ist alles drin, was nochmal Logistik anbetrifft. Was halt Bob-Logistik ist, leider ist das getrennt. Dann habe ich einmal das normale Fluid-Network, also alles, was Flüssigkeiten betrifft, alles, was Produktion betrifft, alle Zwischenprodukte, alle Kampfmittel und alle Dektorio-Sachen. Die sind für mich die drei hier wichtig, weil das wird wie unsere Base aufgepasst ist. Denn ich versuche mal bisschen in diesen City-Block Teilen mich zu befinden, aber ich mache keine Hunderter, sondern ich mache nur 50er. Genau. So, also, wir sind ja schon fleißig dabei, da was zu machen und das heißt, ich brauche jetzt weitere drei befeuerte Erzförderer. Ich versuche auch so schnell wie möglich, ganz schnell, ganz, 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 ganz schnell von dem ich crafte mit der Hand wegzukommen, weil ich habe festgestellt, es dauert viel zu lang. So schnell kann man gar nicht sein. So, momentan habe ich ja noch Kohle drin. Das heißt, wir ziehen jetzt mal die Hälfte raus. Und dann bewegen wir uns zur Kohle rüber. Und dann kann ich auch gleich noch die Bäumchen hier weghauen. Das heißt, ich habe auch mal ein bisschen Holz. Machen wir auch gleich noch ein paar mehr. So, dann haben wir unsere ersten fünf Kisten. Die werden wir jetzt nämlich auch brauchen. So, dann hätte ich mal gesagt, ich würde
Das suchen wir immer hier in einigermaßen vernünftigen Rand zu erzeugen. Dann brauchen wir jetzt die 0. So, und jetzt hat man den einen Vorteil von dem Mod gesehen. Ich kann jetzt einfach Steuerung drücken und nach unten ziehen. Und dann verteilt er alles genau in die jeweiligen Inventare auf. Das heißt, ich hätte jetzt auch, ob wir die Kisten machen können, da hätte er da auch nochmal was reingeschmissen. So, dann ein bisschen Holz fällen. Bin ja mal gespannt, wie lange das ich das Holz wirklich abfällt. Wobei, ich habe es immer mit Robotern abbauen lassen. Ich habe Bäume noch nie eigentlich platt gemacht. Aber ich müsste auch immer, Holz ist wichtig. Ja. Keine Ahnung, ob so ist. Wir werden es rausfinden. So, dann hätte ich gesagt, wir machen nochmal gleich ein paar Kisten. Da ist nämlich gleich das Holz wieder weg. So, und wir machen weitere Befeuerte. Und davon machen wir auch gleich 5. Hat der Onkel nicht gesagt, er will nicht so viel mit der Hand craften? Ja, hat er. So, Burner Electric Generator. Ja, da weiß der Onkel schon mal, was er als nächstes macht, bevor er überhaupt Steam anschließt. Beziehungsweise, gibt es schon Steam? Noch gar nicht. Sehr schön, das wurde also auch geändert. Ich habe es noch nie so angefangen. Bin ehrlich. So, dann hätte ich gesagt, wir machen auf jeden Fall das auch hier so. Wir haben Kisten. So, und dann machen wir das auch leer. So, Nachteil, wenn man zu doof ist zu treffen, dann legt alles da rein. Und ich schmeiße es jetzt erstmal hier so rein. Oder machen wir... Nein, komm. Reißen wir den ab. Und uns nochmal das restliche Kohle. Ja, und ich weiß, ich kann es nicht lassen. Am Anfang wird es halt leider ein bisschen gelaufen. Aber ist auch nicht schlimm. Bleibt man fit. So. Dann stellst du da mal weitere her. So, jetzt heißt es, wir haben jetzt schon mal 4 Kohle, 4 Eisen. Der da baut aber leider nicht auf dem anderen auf. Das heißt, die Erzförderer, wo ich jetzt hier brauche, die sind dann irgendwann einfach nur zum Verschrotten. Aber ist egal. So, dann hätte ich gesagt, machen wir auch gleich 2 in Kupfer. Wir versuchen wieder die Ränder weg zu schärfen und versuchen auch gleich irgendwo in der Nähe zu bleiben von irgendwas, irgendeinem anderen. Ich habe gesagt, gehe auf die andere Seite. Aber wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Damit wir auch die Dinge befüllen können. So, dann brauche ich auf jeden Fall nochmal 2 Öfen. Auch noch weg. Perfekt. So, 2 haben wir auch noch fertig. Ja, und dann läuft jetzt auch Kupfer. Dann schauen wir uns mal an, wie viel haben wir denn bekommen. Oh, ich habe 10 Roboter, sehe ich gerade. Dann können wir schon mal mit dem Ich fäll das Holz aufhören. Abbauplan und die Robbel fangen es arbeiten an. Und dann machen die das. Brauche ich nicht machen.
Perfekt. So kriegt man schnell Holz. Dann hätte ich gesagt, ich habe diesen Burner Generator schon gesehen. Das ist auf jeden Fall interessant. Dafür brauche ich Kupfer. Deswegen auch am Laufen. Das heißt, eine Forschungsstation läuft auch gleich mit. Ach komm, ich baue noch mal zwei. Genau, jetzt denke ich Stocken an. Dann hätte ich gesagt, den Burner-Generator stellen wir hier hin. Dann brauche ich davon 5. Genau, Kupferkabel. Dann haben wir das. Dann kommst du jetzt dahin. Und das Forschungsteil kommt gleich hierhin. Und dann heißt es für mich jetzt, wir brauchen auf jeden Fall davon welche. Das heißt, ich muss Eisenzahnräder bauen. Also das heißt, wir brauchen Kupfer und Eisen. Also die brauchen wir sowieso wie Sand am Meer. Und ich hätte gesagt, bevor ich nicht eine ordentliche Stromversorgung habe, ja, lassen wir das erstmal so laufen. So, 194 Eisenplatten, 52 davon, das heißt, ich kann mir davon auf jeden Fall schon mal 10 Stück machen. Und dann fangen wir auch gleich mit die Assembler an. So, und auch hier lassen wir gleich mal leer räumen. Aber noch nicht rausgefunden, ob man die sogar abschalten könnte, dass man die am Anfang noch gar nicht hat. Ja, das wird es aber auf jeden Fall dann bei mir so im Modpack geben. Also, außer ihr habt natürlich schon Mod reingeschrieben. Ah, ich habe ja gleich jetzt auch mit aufgenommen, nachdem wir durch waren. So, dann heißt es für mich, ich mache jetzt auf jeden Fall mal noch ein paar Holzkisten. So, die ersten 10 laufen und der braucht ja gar nichts. Ja, okay, der hat ja auch nur bis jetzt das da. Ich glaube zwar nicht mehr, dass es noch viele Leute gibt, die Factorio nicht kennen. Aber falls sich doch einer verirrt hat, willkommen erstmal. Und ja, wenn man auf dann den Strompfeiler drückt, dann sieht man sozusagen die Stromnetzaktivitäten. Man sieht jetzt, der Burner Electric Generator hat eine Effizienz von 75%, Maximalverbrauch von 533 Kilowatt und hat eine Maximalleistung von 400 Kilowatt Verbrauch. Ja, Erzeugung 400, Verbrauch. Was? Der hat einen Verbrauch? Achso, vom Brennstoff, alles klar. So, dann habe ich hier meine, was ich jetzt sozusagen brauche, was ich erzeuge und was ich zwischenspeichere. Hat am Anfang nur nichts hier viel zu sagen, zu suchen. So, dann hätte ich gesagt, wir gehen jetzt gleich mal hin und ziehen hier den da schon mal ein bisschen runter. Wo durch irgendwelchen Mod kommst du durch? Pops. Ops, Power Mod. Ah, okay. Alles klar. Ja, dann habe ich auch drin. Power. Give me Power. So, dann hatte ich immer gesagt, wir haben jetzt als erstes schon mal die Maschinchen. Dann hätte ich gesagt, machen wir als nächstes gleich auch Logistik. Wir möchten die Bänder nach unten haben. Waren das nur 5, was man braucht? Ah, und ab jetzt brauche ich 10, genau. So, die machen wir noch schön brav mit der Hand. Und, achso, das ist eine Burner Assembling Machine. Hm.
Jetzt ist die Frage, will ich die auch haben oder hätte ich gesagt, wir sparen auf die Automatisierung? Alles klar, das heißt, ich brauche noch 7 dazu. Das heißt, davon brauche ich 10. Das mache ich gerade. Sind wir bei 20, also nochmal 10 und Automatisierung auch nochmal 10. Alles klar. Jetzt muss ich noch was gucken. Das ist ja das Schöne, man kann hier gucken. Nein, also macht keinen Sinn. Das heißt, die 5, die wir sowieso gleich brauchen, die laufen gerade. Und dann hätte ich gesagt, machen wir die nächsten 10. Und dann nehme ich mir ein bisschen Eisen als Vorrat. Und wir machen uns noch eine zweite Fabrik. So, jetzt muss ich gleich wieder zur Kohle latschen. Denn wir brauchen Kohle. Ohne Kohle geht hier nichts. Und wir holen uns da noch ein bisschen was raus. Ja, die Forschung ist wichtig. Die Forschung muss laufen. Das muss ich mir nämlich auch angewöhnen. Meistens vernachlässige ich am Anfang nämlich immer die Forschung. Und das ist nicht gesund, habe ich festgestellt. So, dann hätte ich gesagt, laufen. Oh. Da läuft schon mal das ganze Gedöns. Und ich hätte gesagt, wir schmeißen gleich die nächsten 10 rein. Wie gesagt, jetzt gehen wir voll auf Dampf. Und wir machen gleich die nächsten 10. Und dann packen wir noch zweites Labor daneben. Wie gesagt, wird am Anfang sowieso erstmal alles mit der Hand gefüllt. Bis wir mal vernünftige elektrische Leitungen und alles mögliche haben. Das wird noch ein bisschen dauern, vermute ich mal. So, schmeiße ich schon mal die nächsten 3, die wohl jetzt schon laufen, hier mit rein. So, der braucht ein bisschen länger. Aber jetzt geht schon mal doppelt so schnell. So, weil, wenn man jetzt hier sieht, hier schreibt er hin, dauert also 10 Sekunden 10 Mal. Also das heißt 100 Sekunden. Das heißt, 1,5 Minuten braucht er jetzt, um den Dampf herzustellen. So, wenn ich jetzt aber 2 aufstelle, dann halbiert sich das. Das heißt, ich habe dann immer noch 10 Sekunden, aber er macht ja dann 2 und dann habe ich halt nicht mal mal 10 mal, sondern mal 5. Hauen rein. Bin ja gespannt, ob das auch mal wieder aufgeht. Ich habe nämlich festgestellt, wenn man große Modpacks hat, dann ist es beim alles ersten Mal, dass dann nur 99% rauskommen. Warum auch immer. So, und er hat die Forschung abgeschlossen. Das ist sehr schön. Und wir wollen gleich auf die Automatisierung zu steuern. So. Dann hätte ich gesagt, wollen wir hier auch schon abholzen? Nein. Ich hoffe, ihr seht einiges. So, jetzt ist halt die Special-Frage, wo will ich hingehen? Also am liebsten würde ich von dem See, hätte ich gesagt, aus hier rüber marschieren. Und dann hätten wir unseren ersten Grid sozusagen, oder City-Block, der von dieser Wasserquelle ausgeht. Irgendwann könnte man sogar noch sagen, okay, wir könnten den und den zuschütten und geht dann nochmal da hinten hin. Aber, der Teich müsste reichen. So, dann hätte ich gesagt, wir nehmen unseren Abrissplan. Dann wird alles mal hier wegen etwas gereinigt. Meine fleißigen Robbys. Wenn die halt kaputt sind, sind sie weg. Da habe ich halt dann Pech gehabt. So, und er ist auch mit dem fertig. Das ist sehr schön.
Verteidigung ist zwar. Nein, Verteidigung ist total uninteressant, aber wir brauchen die hier. Halt, nein. Bevor ich jetzt wieder runterrenne und wieder raufrenne und wieder rumrenne, nein. Wir machen jetzt als erstes unsere grundlegende Legende. Und wenn jetzt alles richtig eingestellt ist, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ich kann bis 50 zählen. Wir sind schon mal glücklich. Dann hätte ich gesagt, haben wir den hier, den wir einfach als ja, da kommen wir in die Base. Das heißt, hier, das wird die Haupt, der Hauptanker. Na, wobei, das Schöne ist ja, Drake hat ja eingestellt auf das Männchen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach hier hingehe, gehen wir noch ein bisschen runter. Dann haben wir jetzt eigentlich fast hier alles erwischt. Dann habe ich hier auch eine gerade Fläche. Das heißt, ich weiß, wo ich meine Pumpe entpacke. Ah, schaut doch schon mal ganz gut aus. So, Abrissplan nehmen und gib ihm. Das wird jetzt sozusagen unser allererster Cityblock, den wir jetzt dann anfangen müssen. Dass wir auch die Grundvoraussetzung haben, zu wissen, wo was hinkommt. Wobei, die Grids haben wir ja auch. Das Gitter. So, dann hätte ich gesagt, wir haben auf jeden Fall einiges übrig. Das heißt, ich baue mir jetzt als erstes einmal fünf Montagemaschinen elektrisch. Das sammeln wir auch gleich mal raus. Das Lustige ist immer für mich, der war nicht gesund. Am Anfang habe ich zu viel Kupfer und irgendwann dreht es genau ins Gegenteil. Denke mir immer, was brauche ich denn? Ganzen Käse und dann denkst du dir, ah, ach so, für das. Weil die wichtigsten Sachen halt mit Kupferkabeln arbeiten. Sehr schön, dass ich gerade das komplette Kohle verballert habe. Aber die drei schaffen das schon. So, dann habe ich ja jetzt. Jetzt gehe ich mal auf die. Nein. Auf die. 6. Beziehungsweise auf die 5. Und da machen wir jetzt als nächstes die Montagemaschine. Habe ich jetzt schon mal 5 Stück. Machen wir auch gleich komplett. So, du magst Zahnräder, du magst Kupferkabel. Max, die Schaltkreise. Du baust mir die Fabriken und du machst mir die da. Sehr schön. So, jetzt habe ich da ungefähr 100 Stück rein. Das ist der einzigste Nachteil. Ich hätte da gerne noch eine andere Möglichkeit, dass ich sagen kann, ja, ich möchte gerne 100 Stück nach drüben verfrachten. Ich weiß leider nicht, ob das geht. Wenn ja, dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, dann hätte ich gesagt, macht alles rein. Kupfer brauche ich momentan sowieso am Anfang fürs Kabel. So, dann kommst du rein und Gott sei Dank nicht alles reingefeuert. Dann machen wir davon auch ein paar.
Und wie gesagt, wir wollen ja so viel wie möglich von Handcraften wegkriegen. Also müssen wir auch die Maschinen bauen. So. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen was. Davon kann man gar nicht genügend haben. Hat man so festgestellt. Ja, und ich hätte gesagt, ich ende das mal schnell um. Und zwar, ich möchte haben, du bist die Nummer 6 und du bist die Nummer 5. Nein, ich muss es leider anders machen. Du bist die Nummer 6, du bist die Nummer 5. Du bist Nummer 1, du bist Nummer 2. Denn die Rohre kommen hier weg. Dafür kommen jetzt hier die Maschinen hin. Und dann hätte ich gesagt, kommen jetzt dann hier die elektrischen Förderer hin. Und unten kann ich momentan. Achso, nee. Mari. Ist auch weg. Und unten drunter kommen jetzt dann die Öfen, bis ich da den besseren habe. So, wie schaut es denn hier aus? Ja, der verballert doch dann ganz gut Kohle. So, wir haben momentan 217 Kilowatt. Das ist süß, wenn das immer so bleiben geht. Okay, die sind gerade momentan nicht an. Aber das ändern wir mal schnell. Dann laufen die nämlich jetzt auch mit. Dann sieht man mal auch hier den Verbrauch. Also 120 Kilowatt verbraucht die zwei Labore. Geht der verbraucht nichts. Wie gesagt, es geht ja eigentlich auch nichts um Verbrauch, sondern es steht eigentlich drin, 533 Kilowatt macht der Maximalverbrauch. Das heißt, wir haben ja, du bist irgendwo drin. Ich finde es nicht. Doch da? Nö. Bin ich jetzt blind? Nee, das gibt's einfach nicht. Also wir haben hier die Kohle, ne? Und wir haben hier Joule, Brennwert. Und das ist ja, ich, Gott, jetzt erzähle ich bestimmt Käse. Aber werde ich fürs nächste Mal nachrecherchieren. Aber Kilowatt und also Watt und Joule ist ja nur geteilt auf Minute, glaube ich. Also 4 Megajoule pro Minute. Und in der Minute ist das Ding weggebrannt. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Das heißt, der kann schon mal ordentlich laufen. Und dann lassen wir den da auch gleich den nächsten Forschungssachen machen. So. Ne, das passt so. 51 habe ich, dann kann der gleich neue machen. Wie gesagt, diese Stacks größer machen, die haben immer Vor- und Nachteile. Man kann das viel besser machen, aber wenn man jetzt zum Beispiel nur 100 Stück reinbringen will, ja, dann wird man traurig. So. Und wir haben die nächste Forschung fertig. Das heißt, das ist erledigt. Das ist erledigt. Wir brauchen auf jeden Fall die Optik. Die sollte ich auch noch am Anfang machen. Der Belt Balancer, wunderschönes Teil. Okay, der hat Schaltkreise drin. Könnte ich jetzt sogar schon verbauen, aber macht noch keinen Sinn. Es hat erst, hat schon Sinn, dass man dann militärmäßig schon mal ein bisschen was macht.
Man muss nicht groß machen, dass man dann auch mal auf Stahl geht und die Assembler auch ein bisschen hoch tuned. So, wir schauen noch mal. Ja, die Bedarfsdeckung erzeugen durch 400, brauchen wir mittlerweile 574. Das heißt, wir haben jetzt schon mal Minus. Das heißt, wir werden uns fürs nächste Mal definitiv schon mal an den Strom wagen müssen. Wir werden dann mal auch schon anfangen, den ersten City Block sozusagen zu setzen. Lauf du mal. Ich lauf auch. Nochmal zum Eisen. Und wir holen nochmal Kupfer. Genau. Also wir werden mal beim Strom anfangen und auch den ersten City Block anfangen. Wie gesagt, ich will auf 50 arbeiten, weil müsst ihr uns eigentlich das meiste bringen. Ja, wenn ihr ein paar Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, den Ton zum Beispiel ist zu laut, zu leise, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich darauf reagieren, was ich dann auch tun werde. Sonst sehen wir uns bis nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.